Der Auslöser gewesen, damit du Bescheid sagst. Das ist nicht der Auslöser, aber ich hab gerade, so wie ich gerade von Umut mitbekommen hab, lag ihm auch was von Herzen und er wollte dir eine Frage stellen, was dem Ganzen ein anderes Bild schenken würde. Barello, ich weiß nicht, was es ist. Jetzt kannst du es machen. Umut hat mir nicht gesagt, da er hat deine Mutter beleidigt. Ich habe nur im Hintergrund gehört, ob es seine Stimme war oder Hamids Stimme oder jemand anderem im Hintergrund. Ich konnte ihn nicht erkennen als du, ne? Also sei leise, Junge. Du hast mir gesagt, dass Umut das gesagt hat. Umut hat auch darauf eine halbe Stunde später auch im Live gesagt, Hamid hat gar nichts gesagt. Umut, ich hab's gehört zu 100%. Umut hat das in seinem Live gesagt. Ich hab's gehört, ich war in seinem Livestream drinne. Dass ich Barellos Mutter beleidigt habe, und das stimmt nicht. Keiner hat seine Mutter beleidigt. Keiner. Niemand. Und auf meinen Kopf wird Fitna gemacht. Und das dulde ich nicht. Dass ich Mütter beleidige, dass Umut bei Barello dasteht, weil er schön bläst, dulde ich nicht. Was man nicht jetzt, ja? Sei leise, Junge. Und daraufhin, Yasir Abu Shaka, zu dem ich immer gestanden bin, liegt meine Nummer und redet noch für ihn, für Barello und für Umut. Du hast Umut noch nie in deinem Leben gesehen, Yasir. Du hast Barello dreimal in deinem Leben gesehen. Sag, durch wem kennst du Barello? Nicht mal durch Arafat, durch mich kennst du Barello. Und dann liegst du meine Nummer. Sag, ich habe deine Nummer auch geleakt. Sag, mich interessiert nicht, wer du bist. Bei Allah, mich interessiert nicht, wer du bist. Du weißt ganz genau, Yasir. Guck mal, tu mir bitte einen Gefallen. Guck mal. Entweder bleiben wir auf einer respektvollen Schiene oder wir lassen es sein. Wir sind respektvoll. Nein, ich will gar nicht, dass es heißt, morgen. Er beleidigt dich, er redet nur Umut. Er beleidigt mich. Ich glaube, Umut liegt. Guck mal, Dudi, ich habe Umut ans Herz gelegt, er soll dir schreiben, was er denkt, weil ihr seid gerade beide aufgebracht und vielleicht ist es nicht der richtige Weg, das gerade in der Öffentlichkeit auszutragen. Verstehst du? Aber ich kann dir nur eins bitte, wenn ich hier drinne bin, ja nee, wir haben vielleicht keinen Bezug zueinander, aber es ist nicht schön für mich, wenn du anfängst, dann über andere zu reden und ich bin mit drinne, weißt du, was ich meine? Da muss ich an dieser Stelle rausgehen. Ich will mich in diese Sache nicht großartig einmischen, ihr seid erwachsene Männer. Aber hast du doch indem du gesagt hast, komm, lass nach Berlin gehen und Khair machen. Du hast nicht mal Khair gesagt. Du hast gesagt, komm, wir gehen zusammen nach Berlin. Hast du es nicht gesagt? Ich habe gesagt, ich fahre mit dir nach Berlin, das stimmt. Okay. Also, man kann es ja auch falsch verstehen, das wollte ich ja von dir wissen. Man kann es falsch verstehen, aber wenn ich irgendwas so meine, dann sage ich das auch. Also da brauchst du dir keine Sorgen drum machen. Also wenn ich irgendwas im Herzen habe, dann sage ich dir das direkt Angesicht zu Angesicht. Ich bin der Letzte, der irgendwas verbirgt oder sonstiges. Aber ich kann dir auch wenn wir nichts miteinander zu tun haben und ich gar keinen Bezug zu dir habe, ich kann dir nur ans Herz legen, am besten wäre es für dich wirklich, wenn du dich heute hinlegst und inshallah drüber nachdenkst. Du denkst auch gerade, ich bin auf irgendwelche Substanzen oder ich bin irgendwie... Nein, das denke ich nicht. Leg dich mal hin, schlaf eine Nacht drüber, Bruder. Es ist... Ich weiß selber, wie es ist, wenn man aufgebracht ist. Da sagt man manchmal Sachen, die man sich vielleicht hätte sparen können. Ich sag dir das nicht, weil ich denke, du bist auf irgendwas drauf. Ich sag dir das, ich merke, dass du gerade sehr emotional bist und sehr verletzt wurdest von deiner Seite aus. Und deswegen gibst du die Sachen. Ich wurde übertrieben verletzt. Es werden Sachen in die Welt gesetzt, dass ich über irgendwelche Mütter beleidige. Bei Allah, ich hab noch, Barello, wo ich noch nie mit ihm live war, er hat meine Eltern sogar beleidigt. Er hat gesagt, ich bin ehrenlos, ich habe keinen Scharaf. Übertreibt. Bei Allah hast du. Ich habe mit Arafat telefoniert, er hat ihn 3-4 Mal zurückgewandt, wo ich noch nie mit ihm live war. Da waren wir ab und zu mal live. Ich habe noch nie seine Familie beleidigt. Dann sagt ein Umut, ich beleidige seine Familie und ein Yasir redet noch darüber. Das ist die einzige Sache. Punkt. Mehr geht's nicht zu reden, Bruder. Punkt. Und ich stand immer hinter Yasir. Immer, egal bei was. Ich habe sogar Strafen für ihn gemacht. Aber alles gut. Alles gut, scheiß drauf. Was sagt man so schön, wenn man immer zu viel Gesicht zeigt? Du hast für ihn sogar was gemacht? Ich habe sogar für ihn Strafen gemacht. Du bist der Sklave Familie Abu Shaka. Ja, lach weiter mit deinem Football-Schrank da hinten. Ja, Tam Football-Schrank. Das ist der Pinne. Zeig dich, mach mal, du Hund. Über welche Bestrafung redest du? Was für Strafe?
Glaubst du es mir, Nabil? Glaubst du es mir, wenn er mich privat anruft? Weißt du, wie er redet? Aber ich bin doch nett. Ich weiß, wie er privat ist. Ich weiß. Weißt du, wer er ist? Aber bei Allah, ich bin diesmal nicht im Unrecht. Wallah. Ich würde niemals. Aber guck mal, ich sagte, Dudi, ich versuche dir mal einen Punkt zu erklären, weißt du? Es gibt oft Situationen im Leben, wo du im Recht bist, aber du tust dafür Sachen, dass dir das Recht weggenommen wird. Verstehst du, was ich meine? Aber warum? Weil mein Herz dann rauskommt? Natürlich, guck mal, dein Herz kann auf eine andere Art und Weise rauskommen. Verstehst du, was ich meine? So verstehen dich die Leute.